Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Obscura 2 mit der vierten Folge. Und nachdem wir uns hier ein bisschen geprügelt haben, können wir jetzt wieder unseren Weg fortsetzen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Du musst laufen. So, oh. Also ich bin Cory, das weiß ich noch, und du bist May. May. Du bist May. Okay. May. Oder April. Ja, und wir können uns nicht gegenseitig töten. Ach stimmt, ja. Oder wir sind sehr schwach. Okay, genug. Warum gibt es eigentlich so viele Frauennamen, die nach Monaten benannt sind? April, May, June. Okay, mehr gibt's nicht. Weißt du noch, wo wir lang müssen? Müssen wir raus? Im Wald? Vielleicht. Das ist natürlich blöd, wenn man eine längere Aufnahmepause hat und überhaupt keine Ahnung mehr hatte, was man machen muss. Hoch. Wird uns irgendwo... Ja, kommen wir von oben. Nee, das hoch. Ist eingestürzt, nachdem die anderen da hochgeklettert sind. Weil die fett sind. Ja, ich glaube, es liegt einfach an den Riesenbrüsten von da. Ja, die gehen nur sehr weit nach oben. Ich würde ja sagen, nach unten. Und fangen auch sehr weit oben an. Die Tür ist blockiert. Ja, was haben wir denn bisher erlebt? Wir haben auf jeden Fall einen Sammelpunkt gefunden, wo einer der Lehrer... Ist das ein... Oh. Hey, your party sucks, dude! My freaking car! Hey! You'll never catch My it! My car's not far from here! Come back, you retard! Hey! Answer me! I'm begging you! Damn! What is it, June? Really weird things are happening in the halls. Everyone's gone mad. I'm too scared to leave my room. Stay where you are. Hide wherever you can. Just like when we were kids, okay? I'm coming. Kenny! What on earth is happening? We're going to get my sister. Kenny, get over here. We need you. I can't. I ran out of medicine and I need it badly. I'm starting to feel awful. I need to go to the hospital. Huh. Okay, jetzt werden natürlich die Charaktere hier mal ein bisschen gemischt. Nobody touches my wheels. Jeez Louise, it's only a car. It's the quintessential automobile. Anyway, we really need my shotgun right now. Okay, then I'll follow you. I have no choice, the others already left. Ich habe damals natürlich nie drüber nachgedacht, als ich Obscura 1 noch nicht gespielt hatte, aber Kenny scheint ja immer noch, was auch immer er im ersten Teil bekommen hat, immer noch zu haben und droht wahrscheinlich immer noch sich zu verwandeln. Und im Krankenhaus gibt's dafür Heilung, ja. Vielleicht brauchen wir irgendwelche normalen, das können ja irgendwelche Standard-Beruhigungsmittel sein oder die komischen Energy-Drinks, irgendwas. Sie muss ins Krankenhaus. Ich brauche Energy-Drinks. Okay, Energy-Drinks wahrscheinlich nicht. Die heißen aber übrigens May und June, ne? Das hast du gerade mitbekommen. Stimmt. Clever. Ich bin auch nur darauf gekommen, weil ich ihn aus Versehen, sie aus Versehen June nennen wollte. Und das bei ihm verlassen. Oh oh. Hey Blondie, stop it! Wie sie. Achso. Die Blondwaffen. Wir haben keine Schuss. Doch, du hast eine Schusswaffe. Stimmt. Ich find's cool, dass man hier schon so zeitig raus in den Wald darf, aber. Nicht zu nah ran. Ah, verdammt. Ich wusste nicht, dass das so weit ausholen kann. Ich erledige es einfach von beiden. Bloß nicht zu nah ran. Wir können es doch jetzt aufsammeln. Ja, drück A. Mit der Shotgun, unsere Situation wird improve. Mein Car can't be far off. Oh, da kommt noch eins, wir sollten zu schnell. Das sind zwei. Ich weiß nicht, was diese hässlichen Gestalten hier sollen. Die passen irgendwie nicht so richtig. Hey, warum wird denn das wieder leerer? Wird das wieder leerer? Nee. Achso, na gut, wenn wir eins voll haben, dann kriegen wir halt Heil-Dings. Wie lang? Hier? Ja. Wo die Monster herkommen.
Die anderen kamen ja von rechts, glaube ich, aber es scheint hier nicht weiterzugehen. Ich finde, es ist ein schöner Wald. Ich hänge. So, hier geht's weiter. Oh ne, was are you complaining about? Guck du mal auf. This dude drives worse than you. Also. That's real comforting. But you're insured, right? The insurance companies don't want anything to do with me. They say that I should go back to riding a bike. Ja, wie wir gelernt haben, Corey ist ein Autoliebhaber und deswegen muss er seinem Auto jetzt unbedingt hinterherrennen. Nee, hoch zur Straße müssen wir nicht. Ich finde, so Seitenwege, die von der Straße wegführen, funktionieren immer gut in Horror. Da wirkt der Wald gleich nochmal gruseliger, wenn man weiß, dass man immer weiter von der Straße weggeht. Oh, my baby! He crashed my baby! Don't you think you're exaggerating a bit? What about May, huh? He crashed my baby! That bastard! You can't hide! I'll have your skin, jerk! Was? Gott, 15 Kugeln nur noch. Das ist echt super, dass man die Herzen sammeln kann. Können wir hier runter? Nee. Okay, dann weiter. Einfach durchgelaufen. Was? Oh mein Gott, das ist ihre Spezialfähigkeit. Oh nein, der kann's auch. Ich glaube, wir sind einfach schon lange tot. Eigentlich saß Corey in dem Auto. Weißt du, was mich gerade stört? Dieser Bildschirm hier am Rand. Weil wir ja kein richtiges 16:9 haben, was ihr aber gerade nicht seht, wird immer hell bei in bestimmten Situationen. Hellgrau. Ein Stromkasten, im Moment brauche ich keinen Strom. Warum? Ach so! Ich glaube, man bekommt später entweder für die Taschenlampen, für das verstärkte Licht oder für eine Elektrowaffe. Der Baum ist auf die Straße gefallen. Wie können wir den Weg frei machen? Ja, wieder heller geworden. Ja, du leuchtest an den Rand. Ist das echt so? Oh, hier liegt etwas. It's an electric chainsaw. It works on batteries. Yeah, like a cell phone. Right. But don't confuse them, okay? Yeah. Anyway, these batteries probably won't last too long. Dann hast du gehört, wir du großtittiges Dummchen, nicht ans Ohr halten. The battery is fully charged. Ich weiß allerdings nicht, ob man damit kämpfen kann. Ich glaube, das ist nur für die Bäume. Ich will gern wieder eine Laserwaffe, die ich dann aufladen kann. Ja, kommt bestimmt auch. Doch, ist wirklich eine Waffe. Krass. Ist gedrückt halten, glaube ich. Warte, ich gehe wieder aufladen. Das ist gerade richtig lästig hier am Rand. Link dauernd. Die Videooptionen haben uns 16:9 versprochen. Bin mir nicht sicher, was da schiefgelaufen ist. Es muss eine leichte Kettensäge sein. Ja. Boah, sie trägt doch auch so schon einiges an Gewicht. Untersuchen. Der Stalker von Fall Creek Wild hat wieder zugeschlagen. Vollkriegwald. Ein Paar, das im Wald spazieren ging, behauptete, von einem stämmigen Mann mit einem deformierten Gesicht belästigt worden zu sein. Das ist das 7. Mal innerhalb eines Jahres, dass über solch einen Vorfall... Wie blättert man weiter? Nee, so nicht. Eine gute Frage. Ja, gar nicht. Schade. Das Dokument endet dort. Also irgendwas passiert da noch. Spinnen wir die Geschichte einfach selbst weiter. Das ist das 7. Mal innerhalb eines Jahres, dass über solch einen Vorfall nicht berichtet wurde. Okay, berichtet wurde. Ja, aber warum geht denn das nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe alles gedrückt, glaube ich. This forest
forest is freaking me out. You're such a wuss. Aren't you afraid? Yes, but I'm trying to keep it together, okay? Wodurch bist du jetzt eigentlich auf einmal Spieler 1 geworden? Bin ich das? Ja, also weil ich halt besser bin als du. Die Kamera folgt jetzt. We need to find your car, Corey. Didn't you say you had a shotgun in there? Ich weiß nicht, ob wir da oben normal sollten. Warum? Ich glaube, da war noch eine Weggabelung, oder? Weiß nicht. Geht's hier irgendwo lang? Nee, scheinbar nicht. Na gut. Unüberbrückbare Felsen. Ah, unüberbrückbar wie die Brücke. Mhm. Aber die ist überbrückbar, weil sie eine Brücke ist. Da ist mein Auto. Ja. Das ist ein Wasser. Oh mein Gott, Wasser. Die ist rausgefallen. Warum habe ich das Gefühl, dass dieses beschissene Monster da noch am Leben ist? Ah, Vorsicht. So geht's natürlich auch. Ich glaube. Wenn du. My father's shotgun. This thing is just too bad. Boy, is this thing gonna make them angry. Was ist denn das für eine komische Kampfmusik? Smash my car, you big bastard! Weißt du, ich kann mich nicht annähernd daran erinnern, dass so die Kampfmusik war. Ich habe das Gefühl, die wurde geändert. Ist voll? Come on, get it together, ja. Amy. Ja. Tatsächlich. Das sollten wir vielleicht bald benutzen. Oh, das Auto ist kaputt. Hey, was soll ich mit dem Ding hier, mit der Säge? Na, Baumstämme. Ne? Wie viele Baumstämme sollen denn hier im Weg liegen? Stimmt auch. Ja. Aber man kann bestimmt auch ein paar Gegner damit verletzen. Wurde schon ewig nicht mehr geöffnet. Lass uns doch hier durchklettern. Ich glaube, das wird nichts. Dann da. Oh, es geht wirklich. Ich bin mir nur noch nicht sicher, warum sie jetzt den Wald weiter entlang gehen. Aber klar, ich will auch nicht zurück zur Schule. Was machst du da? Oh. Wie lange geht denn diese Folge schon? Ach, nicht so lange. 10 Minuten? Keine Ahnung. I killed some brain cells. Oh, ein Lagerfeuer. Sieht aus wie ein Lager. Boah, die haben einen Reifen als Kopfkissen benutzt. Boah! Sehr krass. Richtig harte. Hab ich noch nie erlebt. Boah. Das müssen Wanderer hier gewesen sein. Ich hoffe, dass die noch rechtzeitig. Hey, Corey! Oh. Kenny. What is that? Huh? What the? Ah, fliegende Gegner, das Schlimmste. Ja, diesen komischen Typ mit dem Sack haben wir ja schon mal gesehen. In der Albtraum-Sequenz von Corey. Du stirbst gleich. Right now I sympathize with her. Wie nutze ich denn das? Hier. Serum? Weiß nicht, was. That's a bit better. Ja. Ja, ein komischer Typ mit einem Sack läuft hier rum. Und ich habe das Gefühl, dass wir den irgendwann noch konfrontieren werden. Der ist nach rechts gegangen. Okay, wo gehen wir lang? Eine Richtung wird eh wieder nicht so weit führen. Don't go too far away, Amy. If I were to lose you, I think Sven would kill me. Yeah, right. Better believe it, Amy. Okay, hier verlassen wir das Gebiet. Also lass uns erstmal da oben lang gehen. Kann das hier noch bestimmt durchsehen, oder? Ja.
Aber ich will das Gebiet noch nicht verlassen. Ach so. Gucken, wo der komische Sack hingegangen ist. Wenn es hier jetzt natürlich auch noch weitergeht. Ah, okay. Wir gerade was sehen müssen. Oh, ach so. Wir haben keine Herzen. Ja. Okay, ich bin mir langsam doch nicht mehr sicher, wo wir lang müssen. It's fine. I've charged it. Nee, hier ist vorbei. Toll, dass sie uns so weit gehen lassen. Aber ich schätze, das war ja so gedacht, wenn man da den Baumstamm nicht mehr durchgekriegt hätte, weil die Kettensäge schon leer ist, dann wäre man eben den Weg hier lang gegangen. Oh, nicht die schon wieder. Ja. Was macht den denn? Den kann ich scheinbar auch keine Kugel machen. Na gut. Dann lass uns wieder hier lang gehen. Ach, verdammt! Wir sind ja gar nicht mal so schwer zu besiegen. Bitte schön zersägen, ich besiege so lange diese restlichen Viecher. Und die Kamera ist mir erlaubt. Wo es keine Bäume gibt. Tja, bitteschön. Ist das wieder die Leaf Mahai? Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Vielleicht. Das sind direkt Nachbarschulen. Das College ist also die Nachbarschule von der High School. Ja. Das Krankenhaus. Ja, es looks pretty quiet. Not even an ambulance siren. Wandschlüssel. Wollen wir das für den Krankenwagen nutzen? Ach doch. Ich weiß halt nicht, ob es das wert ist. Okay, gleich. I hope May's okay. A little late to think about that now, moron. I know. I was stupid. It's not the first time. Ich habe eher das Gefühl, dass hier ist ein Krankenhaus. Denn hier steht ein weiterer Krankenwagen und... Hä, wieso? Die haben doch gesagt, dass das Krankenhaus. Echt? Hab ich sogar noch mal gesagt, vermutlich. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Bevor wir das herausfinden, beenden wir doch diese Folge von Let's Play Obscure 2. Und, Moment, wir brauchen ein schönes Schlussbild. Sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Hey, what's wrong? I didn't do anything. Ow! You're really stupid. Hey, calm down, May. That hurts. Ow! You're really stupid. Hey, can we stop the hysteria, please? Ow! Are you frustrated or something? Hey, is that how you have fun?